Hallo und herzlich willkommen bei Zukunft Erde. Heute mit dem Juristen und Politologen Dr. Axel Berg. Er war zu seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter aktiver Mitgestalter des Erneuerbaren Energiegesetzes, des EEG. Berg streitet nach wie vor für eine dezentrale Versorgung mit erneuerbaren Energien. Dazu gehört für ihn auch der Bau kleiner und mittlerer Wasserkraftwerke. Angler laufen Sturm gegen diese saubere Energiequelle. Sie fürchten um den Fischbestand. Einen fröhlichen guten Tag, mein Name ist Axel Berg. Ich bin gelernter Jurist, Politologe und Philosoph. Homo politicus war ich schon immer. Ich war schon, was weiß ich, Konfirmationssprecher und Schulsprecher und sonst was. Später kam ich in die SPD. Christian Ude, der langjährige Oberbürgermeister von München, und der Peter Klotz, der große Vordenker, Querdenker der SPD, die haben mich geholt in die SPD. Ich war dann Bezirksausschussvorsitzender in Schwabing-Freimann, 70.000 Einwohner dort. Unter anderem ist es uns gelungen, dieses Windrad, das einzige Windrad in München, zu bauen auf dem Fröttmanninger Berg. Gegenüber dem Stadion, das begrüßt Sie, wenn Sie über die A9 nach München fahren. 98 bin ich direkt in den Bundestag gewählt worden. 3 Legislaturperioden war ich dort. Dort war ich sozusagen der Stift von Hermann Scheer. Hermann Scheer, der Übervater der Energiewende, der vor 30 Jahren Bücher geschrieben hat über eine Welt, wie es mit erneuerbaren Energien funktionieren kann. Er wurde jahrzehntelang verlacht und beschimpft und heute sehen wir, dass die Welt genau so funktioniert, wie er das vorhergesehen hat. Es war eine große Ehre für mich, von ihm angenommen zu werden. Der hat mir das große internationale Geschäft beigebracht und durch ihn wurde ich auch zu einem der Autoren des EEG. Das EEG steht für Erneuerbare Energiengesetz. Das ist ein Feed-in-Law, ein Einspeisegesetz, das wir in Deutschland erfunden haben damals. 98, 2000 wurde es in Gesetzeskraft gegossen. Und das besteht im Grunde genommen aus 3 Teilen. Erstens ein vorrangiges Einspeiserecht für jemanden, der erneuerbaren Strom bringt. Also jeder, der mit einem Windrad, mit Photovoltaik Strom erzeugt, hat das Recht, das vorrangig ins Netz einzuspeisen. Ein Netzbetreiber darf nicht sagen, tut mir leid, schon voll. Dann kriegt er eine auf 20 Jahre zuverlässige Vergütung, sodass also eine wunderbare wirtschaftliche Planbarkeit besteht. Und als drittes ist eine Degression eingebaut. Das heißt, je später ich mir meine Photovoltaik aufs Dach nagle, desto weniger Vergütung bekomme ich. Dieses Gesetz, das 2000 losging, ist die Ursache dafür, dass wir heute über ein Drittel unseres Stroms im deutschen Stromnetz erneuerbar erzeugen. Bis zu 80-90% des Stroms in unserem Netz war bereits an einzelnen Tagen, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, in unserem Netz erneuerbar. Das Ziel sind klar die 100%. 98 hat die SPD beschlossen, die München SPD, mich aus dem Bundestag wieder zu entfernen. Wahrscheinlich bin ich zu gefährlich geworden. Mein Nachfolger ist der Florian Post, ein reiner Konzernmann, der das Geschäft bei Pricewaterhouse gelernt hat, jetzt danach Assistent, Vorstandsassistent bei den Stadtwerken war und der jetzt eine reine Konzernpolitik vertritt. Ich vertrete dezentral und erneuerbar. Konsequent, seit vielen Jahren. Und die Dezentralität ist das Wichtigste überhaupt. Deswegen bin ich wahrscheinlich mein Leben lang gegen die Macht der Konzerne angetreten. Das gilt übrigens für alle Branchen und nicht nur für die erneuerbaren Energienbranchen. So, seit 98 arbeite ich als Anwalt. Ich berate strategisch Unternehmen, Verbände, Genossenschaften, kleine NGOs, ganz unterschiedlich, kunterbunt, und ich oder zum Beispiel Anwaltskanzleien auch, und ich sage denen, was ich ihnen strategisch empfehlen würde zu tun. Lohnt es sich, eine Investition anzugehen oder nicht? Zum Beispiel solche Dinge. Unter anderem habe ich da viel mit Wasserkraft zu tun in letzter Zeit. Ich habe die Wasserkraftler, insbesondere die baden-württembergischen Wasserkraftler, da gibt es eine Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke in Baden-Württemberg, das sind die ganzen kleinen Wasserkraftler und mittleren Wasserkraftler aus Baden-Württemberg versammelt. Die habe ich dann nach Brüssel begleitet, nach Berlin und so weiter. Irgendwann wurde ihr Vorsitzender schwach und da haben sie einen neuen gebaut. Jetzt bin ich seit ein paar Jahren Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke. Ein Verbandsjob, aber schon so ein bisschen lobbyistisch, weil da geht es ja nicht nur um erneuerbare Energien, sondern da geht es besonders um Wasserkraft. Heute will ich Ihnen erzählen, was ich in diesen letzten Jahren an der Wasserkraft irre Dinge kennengelernt habe. Ich habe kennengelernt, die Wasserkraftler selbst natürlich, Begeisterte, meistens Mittelständler, die da draußen irgendwo im Wald, im Schwarzwald, im Allgäu oder sonst irgendwo ihre Wasserkraftwerke betreiben.
Natürlich auch Turbinenhersteller und vor allem habe ich Fischer kennengelernt. Das ist interessant, weil der Ausbau der Wasserkraft wird verhindert, weil die Fische geschreddert werden in den Turbinen. Und das ist mein Hauptthema, über das ich heute mit Ihnen sprechen will. Die Wasserkraft ist ja eine uralte Geschichte, die gibt es seit Tausenden von Jahren. Die Wasserkraft war das erste Medium eigentlich, mit dem man ernsthaft versucht hat, menschliche Arbeitskraft zu ersetzen durch Maschinen. Und es ging am besten mit der Wasserkraft, die seit Jahrtausenden eben wunderbar funktioniert, natürlich mit Riemen und mit Maschinen, die über Riemen angetrieben wurden, aber seit dem 19. Jahrhundert hat Wasserkraft die Stromerzeugung erst möglich gemacht. In Deutschland war es seitdem die bedeutendste erneuerbare Energienquelle und erst seit ungefähr 10 Jahren, seit 2004, wurde mehr Strom aus Windkraft als aus Wasserkraft gewonnen. Inzwischen ist die Photovoltaik auch weiter. Wasserkraft ist eine ganz ausgereifte Technologie und die wird weltweit benutzt und nach der traditionellen Biomassenutzung, also denkt an Afrika, irgendwie Verbrennung von Holz, ist das die weltweit am meisten genutzte erneuerbare Energie. Die steht rund um die Uhr zur Verfügung, kann auch als Energiespeicher genutzt werden, wenn man spielen kann mit der Wasserkraft. Im Jahr 2010 erzeugten die Wasserkraftanlagen in Deutschland knapp 30 Milliarden Kilowattstunden Strom. Das entspricht ungefähr 3-4% am deutschen Stromverbrauch. Die Wasserkraft hat aber noch ein großes Ausbaupotenzial. Nicht nur in Deutschland, sondern im Grunde genommen überall. Bei uns auch nicht nur an den großen Flüssen, wie beispielsweise dem Rhein. Insbesondere im Bereich der kleinen Wasserkraft und der mittleren Wasserkraft, da können wir da was machen. Das Gewässersystem ist ähnlich wie eine Baumstruktur, von der bisher eigentlich nur die wirtschaftlichsten Standorte an den großen Flüssen ausgebaut sind. An den kleinen Flüssen, an den vielen Bächen, die es gibt, wo früher mehr als 100.000 Wassermühlen ihren Dienst taten, da findet Wasserkraftnutzung fast nicht mehr statt. Gerade diese Standorte sind es aber, die durch ihre Dezentralität und ihren verbrauchernahen Stromerzeugung zu einer stetigen und krisensicheren Stromversorgung wunderbar beitragen könnten. Wenn da nicht der Fischschutz wäre. Ein angemessener Fischschutz sollte natürlich selbstverständlich sein. Fischaufstiegsanlagen wiederum sollten eigentlich bei kleinen Anlagen nur in Ausnahmefällen gefördert werden. Fischaufstiegsanlagen kosten zwar einen Haufen Geld, doch welchen Nutzen die bringen, ist mir eigentlich schleierhaft. Man weiß es nicht so richtig. Mittelgebirgswässer, alpine Gewässer waren niemals durchgängig. Durchgängigkeit ist ja auch kein Wert für sich, sondern die Durchgängigkeit soll angeblich den Fischen nützen. Doch die Fische brauchen gute Laichplätze, das ist entscheidend für Fischreichtum. Und unsere heimischen Fische sind praktisch alle, fast alle, standortgeprägt. In der Anglersprache heißt es, sie sind Opportunisten. Das bedeutet, ein Fisch ist am liebsten, ähnlich wie der Mensch oder andere Tiere auch, der ist am liebsten zu Hause, da wo es gemütlich ist. Und nur wenn es zu Hause ungemütlich ist, bewegt er sich weg. Und selbst Tiere ohne eigene Heimat oder so, ein Wolf oder so, wenn der ein Kitz reißt, dann legt er sich in eine Höhle, dann legt er sich vor einen Felsvorsprung oder gräbt sich ein Loch im Wald, ein kleines, und liegt da erstmal 3 Tage rum und verdaut sein Kitz. Das ist üblich. Und auch eine Forelle oder sonst was, die ist am liebsten unter ihrem großen Stein. Ab und zu schnappt sie raus, um Nahrung zu holen. Und wenn der Laich abgelegt werden muss, dann schwimmt so eine Forelle auch mal 100 Meter Fluss auf, um eine schöne Stelle zu suchen, wo der Laich abgelegt werden kann. Aber im Grunde genommen gehen die so schnell wie möglich wieder unter ihren großen Stein zurück, schon aus der Gefahr heraus, dass wenn die ihren Stein zu lange verlassen, dann sitzt da eine andere Forelle drin. Und den Energieaufwand einer weiten und gefährlichen Reise über die Flüsse mit vielen Gefahren, die nehmen sie wirklich nur auf sich, wenn sie zu Hause nicht mehr ertragen. Also ähnlich überflüssig wie die Fischaufstiegsanlagen scheinen mir auch die Fischabstiegsanlagen zu sein. Lachsforellen, Meerforellen, die alleine aufsteigen konnten, die können doch auch problemlos mit der nächsten Wasserwelle wieder absteigen. Man muss wissen, so ein Querbauwerk in einem Fluss drin oder in einem Bach drin wird, was weiß ich, 50 oder 100 Mal im Jahr nach jedem größeren Regen und so schwappt da das Wasser drüber. Und so auf die Art sind die Fische früher auch gewandert. Die Fische sind doch auch nicht ganz doof.
Ein Fisch schwimmt doch nicht einfach so in eine laute Turbine rein. Die schwimmen ja auch keinen Wasserfall runter. Nur tote oder kranke Fische schwimmen einen Wasserfall runter. Die hören doch das Getöse eines Wasserfalls, die spüren den Sog, die spüren, aha, da ist es gefährlich, und sie halten sich zurück. Außer denen, die Zuchtfische sind. Zuchtfische scheitern an ihrer Auswilderung. Zuchtfische, wie soll ich das sagen, die sind einfach in der Zucht geboren und aufgewachsen. Die werden da gibt es riesige Zuchtanstalten in Holland und in Dänemark. Da kann man containerweise Fische, kleinen, leicht, bis in jede Größe einkaufen. Je größer, desto teurer. Wir wissen überhaupt nicht, wie die aufgezogen wurden, was die zu futtern bekommen haben, wie die drauf sind. Wissen wir alles nicht. Und weil die Fische ausgehen, hauen die Fische containerweise Zuchtfische rein. Und die Zuchtfische, die können überhaupt nicht mit den Gefahren der Wildnis umgehen. Wir kennen das ja. Auswilderung von irgendwelchen gezüchteten Viechern klappt so gut wie nie. Selbst bei Tieren, die keine natürlichen Feinde haben, klappt es kaum. Selbst bei dem Luchs beispielsweise oder bei anderen Raubkatzen, die immer mal wieder ausgesetzt werden, hat man oft diese Erfahrung, dass der Luchs, der sucht sich nicht seine Beute im Wald, sondern der guckt mal, wo ist denn der nächste Hühnerstall? Und wenn da Licht brennt, der hat als Zuchtluchs hat er keine Angst vor Licht, hat auch keine Angst vor Menschen. Und dann geht er sich in den Hühnerstall. Da kann er sich natürlich einfacher bedienen, als wenn er im Wald jagen muss. Und die Zuchtfische, die an ihrer Auswilderung scheitern, beispielsweise, wenn die ein Geräusch hören an der Wasseroberfläche, wenn der Reiher da steht und pickt einfach, der Fischreiher, und pickt einfach mit seinem Schnabel auf das Wasser, auf die Wasseroberfläche, dann kommen die Fische angeschwommen, weil die denken, da gibt's Nahrung. Eine gesunde, eine autochtone, eine heimische Forelle, die unter ihrem dicken Stein sitzt, wenn die hört, oben an der Oberfläche ist was los, dann geht die noch tiefer unter ihren Stein. Und die Zuchtfische schwimmen hin und machen dann die einzige Erfahrung ihres Lebens, die sie nicht überleben. Also scheint es mir, dass die Wasserkraft zum Sündenbock dafür erklärt wird, dass Fische geschreddert werden, obwohl doch gerade diese vielen kleinen Wasserkraftwerke die Laichplätze schaffen könnten, die jetzt gerade fehlen. Natürliche Landschaften, natürliche Flüsse, die unbelastet sind, das gibt es doch praktisch nicht mehr in Mitteleuropa. In wenigen Gegenden, da in Rumänien, da unten Slowenien, im Balkan, da gibt es noch. Oder bei uns in Deutschland, in ganz wenigen Revieren in den Alpen oder in dem Schwarzwald. Aber fast alle Flüsse sind heute Teil unserer Kulturlandschaft. Die sind durch Menschenhand geprägt. Die Gewässer wurden begradigt, das Wasser schießt dadurch wie durch Regenrinnen. Sie sind versandet dadurch, weil natürlich auch immer viel Geschiebe mitkommt, wenn das Wasser so schnell so dahin fließt. Und die natürlichen Überschwemmungsgebiete, die Älteren unter Ihnen können sich vielleicht noch erinnern, als sie jung waren, da war es üblich, dass im Frühjahr natürlich sind die Flüsse über die Wasser getreten. Aber in den ganzen Auen, da war das prima, die Auen waren unter Wasser. Danach ist das Gras wunderbar gewachsen, wenn das Wasser wieder zurückging nach dem Hochwasser. Und in den Wiesen gab es sogenannte Wiesenentwässerungsgräben. Und das sind so diese kleinen Gräben mit so viel Wasser drin oder sowas. Da gluckert das Wasser dahin. Und genau dort konnte sich der Fisch laich perfekt entwickeln, weil die großen Räuber, die Laichräuber, die kamen da nicht rein in diese Wiesenentwässerungsgräben. Also das gibt's heute alles nicht mehr, die hat man abgeschafft, die Flüsse sind praktisch geworden, die sind schnell geworden und selbst in unseren Hügeln, in unseren Bergen sieht man's, die ganzen Forstwege sind heute asphaltiert. Früher kam der Förster und der Jäger, die kamen irgendwie, haben die sich dann hochgearbeitet auf ihren Berg, in ihren Forst. Heutzutage haben die bequeme Asphaltstraßen. Mit dem Ergebnis, dass wenn es regnet, sickert der Regen den Hang langsam runter in der Erde und wird dann gestoppt durch die Asphaltstraße. Damit es dann keine Überschwemmung gibt auf der Asphaltstraße, sind alle paar hundert Meter irgendwelche Rohre. Durch die Rohre fließt das Wasser dann durch und dadurch bekommt es schon die Geschwindigkeit, mit der es nachher dann unten im Bach landet. Und der Bach ist begradigt, genauso wie der Fluss, in den der Bach reinfließt. Und dadurch kriegen wir Geschwindigkeiten, dass diese vielen Hochwasser auch durchaus mit dadurch erklärbar sind. Und es gibt ja sogar Querbauwerke deswegen in Deutschland oder überall, die diese Wassergeschwindigkeit extra bremsen. Ja. Und außerdem haben wir natürlich noch das Umweltproblem. Es
landen seit Jahrzehnten und heute noch unendlich viele Dinge, die von Kläranlagen nicht zersetzt werden können. Schwermetalle, Hormone, Antibabypille, Koks. Koks, Köln ist Kokshauptstadt Deutschlands, das wissen wir, weil Koks wird 1:1, Kokain wird 1:1 ausgeschieden. Und der Rhein hinter Köln hat am meisten Kokainanteil. Da wissen wir, in Köln wird am meisten gekokst. Aber es sind eben auch Hormone und chemische Rückstände von Farben und Lacken, die ins Klo geworfen werden einfach und da versenkt werden. Oder die vielen Medikamenten. Sie wissen, wir haben viel zu große Medikamentenpackungen. Da braucht die Oma dann eben die Hälfte und der Rest geht in die Toilette rein. Und natürlich der Dünger von den ganzen Bauern, von den gedüngten Feldern und von der Tierwirtschaft, die Reste. Und das alles landet ja so tröpfchenweise irgendwie immer in den Flüssen. Und um das dann zu überleben, muss der Fisch schon kranken. Gesund sein. Und der Fischbestand in unseren Gewässern, ich habe es bereits angesprochen, der besteht eben nicht mehr aus autochthonen, aus heimischen Fischen, die auch sich selbst reproduzieren können und aufwachsen, dort wo die Eltern auch wohnen, sondern der Fischbestand kommt inzwischen aus den Fabriken, Zuchtfische, und die werden im großen Stil von den Anglern im Frühjahr eingesetzt. Und was der Reiher übrig lässt, wird dann im Herbst geangelt und landet im Kochtopf. Der schlimmste Feind des Fisches ist immer noch der Fischer. Im Gegensatz zu den Landwirten, die Massentierhaltung betreiben, oder den Seeleuten, also den Fischern auf hoher See, die Meere leer fischen, die den Beifang über Bord werfen, gelten die Süßwasserfischer aber immer noch als Freund der Tiere und der Natur. Obwohl die Fischer eine der mächtigsten Lobbygruppen in Deutschland sind. Es gibt 5 Millionen deutsche Männer, die Angler sind, die Sportangler sind. Einfach so. Da gibt's verrückte Sachen. Also eine Nummer muss ich fast erzählen. In Nordrhein-Westfalen, ein Baggersee, hat sich einfach einer einen Baggersee gepachtet, großen Zaun drumherum. In den Baggersee hat er wertvolle Fische eingesetzt, unter anderem, habe ich gesehen, einen riesigen Stör, einen 3 Meter langen Stör, so ein Teil kostet dann auch mal ein paar hunderttausend, wenn du den kaufst. Ja, ja, Fischpreise sind sehr teuer, übrigens kürzlich auf einer Auktion in Tokio habe ich mitgekriegt, da wurde ein Thunfisch, der war vielleicht 5 Meter lang, der wurde für satte 5 Millionen Euro verkauft. Also es geht um sehr, sehr viel Geld bei der Fischerei. Man möge nicht denken, das ist nur so ein lustiges Hobby oder so irgendwas. Ja. Und diese Fischer, da kommt auch eine Skifahrerei oder die Motorradfahrer oder sonst was mit ihren Umsätzen, die kommen da nicht mehr mit dem, was sich die Fischer einkaufen jedes Jahr an Gummistiefeln und an Netzen und an Zelten. Und gehen Sie mal auf Homepages von Fischer. Fischereibedarf, hochspannend, hochspannend. Und diese Fischer, diese 5 Millionen in Deutschland, machen natürlich einen ungeheuren Fangdruck. Die wollen ja ständig was haben. Die wollen sich ja nicht nur stundenlang ans Fluss stellen und abends nach Hause kommen ohne eine Beute. Die wollen selbstverständlich was angeln. Also großer Fischdruck. Und ich sage mal, die autochthonen Fische alleine, die würden gar nicht ausreichen in unseren Gewässern, um diesen ganzen Fischdruck zu befriedigen. Also kaufen die Fischverbände, die Fischvereine, die kaufen dann milliardenfach künstlich produzierte Setzlinge und hauen die einfach in unsere Gewässer rein. Mit Tierschutz und Gewässerschutz und Naturschutz hat das alles nichts mehr zu tun und keinen stört das. Mich stört das schon. Überlegen Sie sich mal, wie das bei den Landtieren ist. Meinen Pudel, auch ein Zuchttier, völlig degeneriert, ist nicht in der Lage, sich selbst zu ernähren. Der braucht schon Herrchen, der ihm Schappi aus dem Kühlschrank holt. Meinen Pudel darf ich nicht im Wald aussetzen. Warum? Erstens ist der Pudel selbst, wegen Zuchtpudel, ist nicht in der Lage, im Wald selbstständig zu überleben und schon gar nicht Welpen großzuziehen, sich also zu reproduzieren, die Art zu erhalten. Deswegen ist nach Tierschutzgesetz verboten, es gilt als tierquälerisch, wenn ich meinen Zuchtpudel im Wald aussetze. Ist auch richtig so. Außerdem ist es nach Naturschutzgesetz verboten, meinen Pudel im Wald auszusetzen, weil die echten Waldbewohner, die Rehe, die werden gestört durch meinen kläffenden Zuchtpudel, der da ist. Ja? Und wenn
Denn wenn die Waldbewohner ausgehen würden, wenn was weiß ich, Wildschweine sind eher ein Problem, aber man stelle sich mal rein theoretisch akademisch vor, die Wildsauen würden ausgehen und stellen sie sich vor, dann wird irgendjemand vorschlagen, okay, dann lassen wir eben die Hausschweine in den Wald, die Zuchtsauen in den Wald. Die Jäger würden durchdrehen, die würden ausflippen. Und genau das findet in den Gewässern statt. Da werden ständig nicht heimische Fische eingesetzt und die müssen das teilweise sogar. Das ist ja ganz irre. Es wird ja noch immer irrer. In den ganzen Landesfischereigesetzen, das ist Landesrecht, Fischerei, da steht drin, dass so ungefähr der Eigentümer eines Gewässers, der muss natürlich gucken, dass sein Gewässer sauber bleibt und so weiter. Aber wenn ihm die Fische ausgehen sollten, dann ist er sogar verpflichtet, nach den meisten Landesfischereigesetzen Zucht auszusetzen, also neu zu besetzen. Und dann kommt eben das zustande, was wir gerade haben. Und deswegen ist es ein Zirkus und deswegen sind unsere Gewässer, unsere Flüsse, wir Romantiker denken da oft, ach wie schön das da hinfließt und wie gemütlich und romantisch alles. Aber nein, das sind im Grunde genommen Aquakulturen, die Gewässer in unseren Ländern, in denen fast nur noch Zuchtfische drin sind. Und die Zuchtfische, die kommen natürlich überhaupt nicht mit dem Leben in der Wildnis klar. Auch eine lustige Nebengeschichte hat mir kürzlich ein Jäger erzählt, war er eingeladen auf eine Fasanenjagd. Und Fasanen hat der Einladende nicht genug gehabt, also hat er sich 20, 30 Fasanen gekauft in Käfigen. Und dann hat er die ausgelassen und als Jagdgesellschaft kamen, haben die Fasanen, die waren inzwischen im Wald verstreut, haben mitgekriegt, aha, die sind Menschen. Aber sie sind eben nicht geflohen, wie es ein wilder Fasan machen würde, sondern Zuchtfasane sehen, aha, das sind Menschen, wahrscheinlich gibt es ja Futter. Also gehen wir da mal hin. Und jetzt konnten die Jäger die Fasanen nicht schießen, weil es als nicht weitmännisch gilt, wenn du einen Fasan auf den Boden schießt. Und die Rettung waren dann ihre Zamperl, ihre Hunde, die konnten dann die Fasane aufscheuchen. Und wenn ein Fasan dann erstmal auf 5 Meter Höhe ist, dann darfst du ihn abballern und giltst noch als Weidmann. Mit Weidmannsehre und all sowas. Ja, diese Absurditäten, die gibt es nicht nur bei den Jägern, sondern eben bei den Fischern auch. Und die Fischer, die sie ja so als Umweltschützer gerieren, die haben keinerlei Probleme mit dem größten Wasserverbraucher Deutschlands. Wer ist der größte Wasserverbraucher Deutschlands? Unsere Kraftwerke. Weil unsere Kraftwerke, die Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, das sind Kondensationskraftwerke. Prinzip Teekessel. Da wird irgendein Brennstoff hergenommen, Kohlestaub wird in eine Brennkammer geblasen und verbrannt oder kleinste Nukleide von Atomen werden gespalten und dadurch entwickelt sich ungeheuer viel Wärme. Diese Wärme erwärmt Wasser, der Wasserdampf steigt nach oben, geht durch eine Turbine durch und die Turbine ist an einen Generator angeschlossen und auf die Art wird Strom erzeugt. Ein Prinzip, das James Watt erfunden hat, vor weiß der Teufel, vor 200 Jahren, die Dampfmaschine und nach dem Prinzip Dampfmaschine funktionieren unsere Kondensationskraftwerke, also unsere Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke heute noch. Deswegen stehen sie auch alle am Meer oder an Flüssen, weil die einen ungeheuren Wasserbedarf haben natürlich. Und die saugen mit riesigen Rohren Wasser ein, übrigens mit Fischen und Kröten und allem, was dazwischen ist. Also da ist man dann nicht so pingelig. Da wird dann halt eingesaugt und das meiste Wasser geht natürlich in Form von Kondensationsdampf in die Atmosphäre. Das sind an schönen blauen Sommertagen, wenn Sie da so einen Wasserdampf sehen, das sind entweder die Flugzeuge am Himmel oder es sind eben unsere Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke. Und das, was nicht oben kondensiert wird in die Luft, das wird eben wieder in den Fluss eingeleitet, ist dann ein paar Grad wärmer, als es im Fluss entnommen wurde. Dadurch verändert sich natürlich Fauna und Flora innerhalb des Flusses, innerhalb von ein paar hundert Metern radikal. Aber solche Dinge stören die Fischer jetzt nicht besonders. Jedenfalls bekomme ich nicht mit, dass sie sich je dagegen gewendet hätten. Ein kleiner Sprung nach Europa. Es gibt ja viele Richtlinien, sehr viele sinnvolle europäische Richtlinien auch. Und da gibt es eine Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen. Die ist schon von 2009. Und da steht drin, dass bestehende Verwaltungsverfahren beschleunigt werden sollen, insbesondere im Bereich erneuerbare Energien. Die administrativen Hemmnisse auf der niederen Ebene, auf der niederen Verwaltungsebene und auf der Landratsebene, die sind deprimierend. Statt dem Ziel der verstärkten Wasserkraftnutzung zu dienen, wir brauchen noch mehr Wasserkraftwerke,
wenn wir irgendwann mal 100% Erneuerbare haben wollen. Und statt diesem Ziel zu dienen, werden nicht mal mehr früher bestehende Genehmigungen ausgesprochen. Also alte Wasserrechte, die stilllagen über 50 Jahre oder sowas, die jetzt einer wieder in Betrieb nehmen will, wieder eine Turbine reinlegen will oder sowas, nicht mal das wird wieder genehmigt. Es gibt auch keinen Vorrang von Wasserkraft im Bundeswasserhaushaltsgesetz oder in dieser europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Und weder Rot-Grün im Bund, noch Schwarz-Gelb, noch Schwarz-Rot, wie derzeit regiert 2016, haben je eine Neugewichtung der Abwägungskriterien erwogen. Freilich, es gibt immer eine gewisse Bandbreite, es gibt immer einen gewissen Spielraum, wenn die zulassende Behörde das will. Will sie aber nicht, leider. Diese Fischbehörden, die verlangen Mindestmengen von Wasser in den Fischtreppen. Also erstmal muss ein Wasserkraftbetreiber teure Fischtreppen bauen, manchmal sogar mehrere. Also am Querbauwerk wollen sie eine Fischtreppe, und zwar einen Aufstieg und einen Abstieg. Am Werk und dann nochmal an der Turbine, also vier Stück dann zum Teil. Und durch die muss natürlich Wasser laufen. Dieses Wasser kann dann nicht durch die Turbine laufen, kann also nicht zur Stromerzeugung benutzt werden, sondern geht über die Fischtreppen dann runter. Und da werden Mindestmengen verlangt, mit denen Salmoniden angesiedelt werden sollen, die es zum Teil nicht mal historisch gab. Also eine Lachsforelle ist nicht nur einfach ausgestorben, sondern in vielen Gewässern gab es die gar nie. Und trotzdem wird dort versucht, Forellen wieder anzusiedeln, mit enorm großem Aufwand. Man stelle sich mal vor, ich weiß, es wird immer alberner, mir kommt es ja auch albern vor, aber ich möchte, dass Sie verstehen, worum es da geht. Stellen Sie sich vor, eine Baugenehmigung für ein Haus würde nur noch dann erteilt, wenn du eine Höhle unten vorsiehst, in der der Säbelzahntiger sich wieder ansiedeln könnte. Für den Fall, dass er wieder kommt. Für den Fall, dass er wieder auftaucht in Deutschland, dass der Säbelzahntiger Höhlen findet. Deswegen müsste in jedem Neubau eine Höhle reingebaut werden. Ist natürlich absurd, aber im Prinzip verlangt man genau das von einem Betreiber von Wasserkraftwerken oder von einem, der sich eins bauen will. Ja? Wir haben jetzt, ich glaube, 25 Jahre Lachsprogramm im Rhein hinter uns. Und dennoch ist das Ziel nicht erreicht worden, den atlantischen Lachs im Rhein, wo es ihn da wenigstens mal gab, wieder anzusiedeln. Und selbst Aalschäden. Die Aale sind ein ganz besonderer Fisch. Die sind deswegen ganz besonders, weil sie in der Saragossa-See laichen. Das ist irre. Und das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein Phänomen für sich. Da kann man mal einen Abend allein für sich bringen mit der Faszination der Aale. Alle Aale in Deutschland oder auf der ganzen Welt. Ja, nicht auf der ganzen Welt. Egal. Alle aus Europa auf jeden Fall. Die gehen am Ende ihres Lebens, schwimmen die ins Meer, flussabwärts ins Meer, und schwimmen in die Saragossa-See. Die Saragossa-See, die ist da bei den Bahamas ungefähr. Das sind, ich weiß nicht, 15.000 Kilometer ungefähr von Deutschland. Da schwimmen sie hin, da laichen die Aale, und danach sind sie so geschwächt, dass sie sterben. Der Laich, der geht mit dem Golfstrom, kommt er wieder in Europa an. Die Jungfische, die Glasaale, die sind alle geprägt, die haben eine Prägung, Sie wissen, was eine Prägung ist, also ein Viech erinnert sich daran, wo es geboren wurde oder wo die Eltern herkommen, und die Kinder suchen dann den Fluss, wo die Eltern herkommen oder wo die Mutter herkommt, schwimmt diesen Fluss wieder hoch und verbringt da sein Leben. Und am Ende seines Lebens schwimmt er dann auch wieder in die Saragossa. So, und diese Jungaale, diese Glasaale, die werden abgefischt, wenn die vom Meer in die großen Flüsse in Norddeutschland rein wollen, dann werden die abgefischt von den Züchtern, dann werden die hochgezüchtet und werden in irgendwelchen Gewässern rausgelassen. Ein Aal, der in einem Gewässer landet, das nichts mit seiner Prägung zu tun hat, der versucht so schnell wie möglich ins Meer zurückzukommen. Das heißt, der bewegt sich ganz schnell. Der bleibt doch nicht während seines Lebens standorttreu, sondern der geht so schnell wie möglich zurück ans Meer. Und Aale brauchen auch keine Fischtreppen, das hilft denen auch nichts. Die Aale sind ja extrem gewandt. Und Aale so in richtig fiesen Nächten, in denen kein Schwein raus will, wenn es regnet, wenn es dunkel ist und kalt und fies, genau diese Nächte lieben die Aale, und die gehen dann aus dem Wasser raus. Die können über Wiesen klettern wie eine Schlange. Und hinter dem Hindernis gehen die dann wieder ins Wasser rein.
Und Aalschäden könnten allein dadurch radikal reduziert werden, wenn man sie nur noch in heimischen Gewässern aussetzt und nicht in bis zu tausendfachem Überbesatz in irgendwelchen Gewässern, in denen es vielleicht niemals Aale gab. Das wiederum finden die Aalräuchereien gar nicht lustig, weil die wollen natürlich ihr Geschäft weitermachen. Vor 10 Jahren, meine Damen und Herren, gab es in Deutschland locker, na, sagen wir vor 50 Jahren. Vor 50 Jahren gab es in Deutschland sicher 10-mal, 20-mal so viel Fische in unseren Gewässern wie heute. Und außerdem gab es vor 50 Jahren 10-mal so viel Wasserkraftwerke wie heute. Es gab Hunderttausende. Jetzt, woran liegt das? Gibt es keine Wasserkraftwerke mehr, weil wegen der mangelnden Durchlässigkeit, der Querverbauungen. Und das kann alles nur geheilt werden durch teure Fischtreppen. Also ich glaube nicht. Am Bodensee, riesiges, Sie kennen das vielleicht, am Rhein, riesiges Laufwasserkraftwerk, vor 10 Jahren wurde das renoviert. Da hat man eine Fischtreppe eingebaut für 30 Millionen Euro. Nicht ein Fisch benutzt die Fischtreppe. Für die Kinder ist es super, die Kinder aus Konstanz, aus Stein am Rhein und so, die spielen da, die können dann rumspringen und so, für die ist es klasse zugegeben. Aber den Fischen bringt es nichts. Ja. Und es wäre eigentlich, es gibt, was weiß ich, an 5% oder an 10% der Querbauwerken, die es in Deutschland gibt, ich habe es vorhin angesprochen, schon um die Flüsse zu bremsen, weil die ja wie Regenrinnen da hinschießen, nur gerade mal an 5% oder 10% der bestehenden Querbauwerke gibt es überhaupt Wasserkraftturbinen. Also an allen anderen könnte man problemlos eine reinhängen, das geschieht aber nicht, weil diese Anforderungen der Fischtreppen so hoch sind, dass sie das für niemand mehr rechnet. Ja? Insofern wäre eine Verdopplung der Stromproduktion aus Wasserkraft wäre locker möglich. Eine Verzehnfachung der derzeitigen Wasserkraft wäre immer noch sinnvoll und wahrscheinlich mehr noch sogar. Und das hätte Vorteile. Kostengründe für die Verbraucher. Die Verbraucher müssten weniger bezahlen. Der Klimaschutz hat was davon. Und natürlich der gewässerökologische Zustand würde sich verbessern, weil die Flüsse wieder gebremst werden. Natürlich muss man da parallel Maßnahmen wie Wiesenentwässerungsgräben und sowas wieder machen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Ende. Der Hermann Scheer, den ich vorhin erwähnte, der Übervater der Energiewende, der hat sich vehement für den Vorrang von Wasserkraft vor Naturschutz eingesetzt, weil er gesprochen hat von den Mikroumweltschützern und den Makroumweltschützern. Die Makroumweltschützer, die gucken zu, dass unser Klima, wir haben ja Klimawandel, wir spüren die Auswirkungen, wir haben jedes Jahr ist das wärmste Jahr aller Zeiten, wir haben die Extreme nehmen zu, die Hochwässer nehmen zu, die Dürren nehmen zu, die Extreme nehmen permanent zu. Also wir müssen dringend was machen. Und Hermann Scheer hat gesagt, wir müssen zuerst das Makro angehen, zuerst das Klima retten. Weil wenn das Klima kippt, dann hat der kleine Schmetterling sowieso keine Überlebenschance. Und sehr viele Umweltschützer, die eine freundliche, liebenswerte Gesinnung haben und die was für die Natur machen wollen, denen ist das Große, die Klimaproblematik, viel zu komplex. Oder sie haben es längst aufgegeben und die kümmern sich nur noch um ihren Mikrokosmos, um das Bächlein hinter ihrem Haus, hinter ihrem Garten oder sowas. Und da hat der Lurch, der wird geschützt und da werden dann Windräder bekämpft und so entsteht ein Konflikt zwischen zwei Gruppen in unserer Gesellschaft, die eigentlich eng zusammenhalten müssten, um gegen die großen Konzerne mit ihrer Kohle und Öl und Atom und so kämpfen müssten. Die Ökologen und die Klimaschützer, aber die rennen gegeneinander. So große Verbände wie der BUND oder der Bund Vogelschutz und so weiter, die sind zwar klar gegen Atomkraft und klar gegen Kohle und fossiles Öl, aber jedes einzelne Windprojekt, das irgendwo geplant wird oder jedes Wasserkraftwerk, alles wird bekämpft, weil die Fische geschreddert werden, beim Wind werden die Vögel geschreddert und selbst bei Offshore-Wind, da geht es den Schweinswalen an den Kragen. Ich meine, das ist schon richtig, aber es überlegt sich auch keiner, New York abzureißen, nur weil jeden Tag Tausende von Vögeln in die verspiegelten Hochhausscheiben von New York fliegen. Man muss eben abwägen. Klar muss man so viel wie möglich für einen Vogelschutz tun, für einen Fischschutz tun, aber man sollte nicht das Kind mit dem Bade auswerfen.
Weil sonst kriegen wir einfach nicht mehr Wasserkraft. Deswegen ist Makro wichtiger erstmal als Mikro. Deswegen geht Klimaschutz vor Naturschutz. Nicht mal mit Gleichrang wäre ich zufrieden. Zumal die deutschen Verwaltungen, ich habe es angesprochen, angeleitet von der Amtsfischerei, von den Fischbeauftragten, den Ausbau von Wasserkraft hemmen und leider überhaupt nicht fördern. Zum Teil werden prohibitive Mindestwasserregelungen gefordert und sogar die Beseitigung bestehender Wasserkraftanlagen, wenn nicht eine Fischtreppe gebaut wird. Und kleine Betreiber werden von den Behörden geradezu schikaniert. Allenfalls Großkonzerne, Wasserkraftwerk am Bodensee, das hat die NBW gebaut. Die können dann durchaus auf den Goodwill der Behörden hoffen. Aber wer wird bei so einer schwammigen Rechtslage überhaupt noch investieren? Deswegen haben wir von Eurosolar ein Wasserkraftpapier geschrieben. Wir haben uns viel mit beschäftigt, waren auf vielen Konferenzen mit vielen Experten gesprochen. Gehen Sie mal auf die Homepage von Eurosolar, da finden Sie das Wasserkraftpapier. Wir von Eurosolar, wir wollen da eine Diskussion um die Wasserkraft anheizen, die möglichst sachlich geführt wird. Weil wir sind überzeugt davon, dass wir langfristig mehr und effizientere Wasserkraftwerke bauen können. Und gleichzeitig können wir aber auch Flora und Fauna helfen und mehr Laichgründe, die jetzt fehlen, eben schaffen. Die Makroökologie hat zwar Vorrang vor der Mikroökologie, wie ich eben sagte, weil die Umwelt ohnehin kaputt geht, wenn das Klima kippt, doch gut gemachte erneuerbaren Energietechnologien, die gemeinsam mit anderen Maßnahmen wie der Schaffung von Laichplätzen, durch Schwemmungen, durch weniger Einleitung von Chemie oder durch gerade die Querbauwerke, direkt am Bach oder am Fluss. Genau diese Wasserkraftwerke können uns helfen, eine bessere Welt zu bekommen. Es gibt also, meine sehr verehrten Damen und Herren, keinerlei Grund, sich den Schneid abkaufen zu lassen. Die Wasserkraft ist nicht nur unerschöpflich und im Einklang mit der Natur. Die Möglichkeiten, meine Damen und Herren, die Möglichkeiten der Wasserkraft sind noch nicht mal ansatzweise ausgeschöpft, was nicht nur im Einklang mit der Natur gemacht werden kann, sondern angesichts des fortschreitenden Klimawandels sogar eine der Voraussetzungen dafür ist, dass es die Natur mit den Menschen darin, so wie wir sie kennen und lieben, auch weitergeben wird.